Herzlich willkommen zu meinem dritten Podcast. Und heute möchte ich dir ein bisschen was erzählen, weil ich das auch gerade oft gefragt wurde und es wahrscheinlich gerade auch sehr, sehr stark für viele Thema ist. Was sind Aufstiegssymptome? Also aus körperlicher Sicht. Es wird jetzt immer wichtiger und das möchte ich dir auch jetzt nochmal ganz besonders ans Herz legen, dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen, weil der Körper ist immer das Feedback-Organ. Also selbst wenn sich bei vielen Menschen jetzt die Hellsinne, so sagt man, erwachen, so kannst du dir auch immer sicher sein, dass das Ego auch noch ein Wörtchen mitreden möchte und dich letzten Endes davon abbringen möchte. Und deshalb ist der Körper so wichtig. Du wirst immer körperliche Symptome spüren, wenn du wirklich, Kontakt hast mit der feinstofflichen Ebene. Ja, es gibt viele feinstoffliche Ebenen. Vielleicht mache ich da auch noch Podcasts zu, aber ich möchte dir erstmal sagen, dass dein Körper dir immer ein Feedback gibt. Also sprich, es wird dir warm werden oder es wird dir kalt werden oder du fühlst ganz innen drin, dass es echt ist oder du fühlst, dass es unecht ist. Also der Körper ist jetzt wirklich für dich ganz, ganz wichtig. Der Körper im Moment rebelliert aber auch bei vielen. Und das nennen wir unter anderem Aufstiegssymptome. Also, das sind immer Symptome und die sind so unterschiedlich wie der Mensch ist. So unterschiedlich, was du bisher gemacht hast und was du machen wirst. Und vielleicht ganz klar für dich nochmal zum Verständnis. Der Körper reagiert auf Schwingung, die Zellen schwingen, du schwingst, du hast eine Eigenschwingung. Ja, und der Planet Erde hat viele Tausende von Jahren sehr tief geschwungen. Und wir Menschen haben auch sehr tief geschwungen, bis auf einige Auserwählte, sage ich mal, die einfach schon durch waren. Die haben höher geschwungen. Und jetzt beginnt auch der Planet Erde höher zu schwingen. Das kann man messen. Und die Menschen, wie immer, dürfen sich entscheiden, ebenfalls höher zu schwingen oder sie bleiben in der niedrigen Schwingung. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, du hast natürlich, je nachdem wie alt du bist, schon ein paar Sachen in der niedrigen Schwingung erlebt. Und das sind sozusagen Areale im Körper, wo du vielleicht ganz niedrig schwingst oder wo du, ich sage Energie, sehr schwer es hat, durchzukommen. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Bei dem einen kann es der Kopf sein, bei dem anderen der Hals, bei anderen Brust, bei anderen ist es das Becken. Wenn das eine fertig ist, kommt das andere gerade. Fakt ist, dass die Erde höher schwingt und sie wird immer höher schwingen. Und die Schwingung wird oft auch erhöht. Man redet eventuell von Portalen, die geöffnet sind oder von Starseeds, die Energie schicken oder beides. Was auch immer, ich kann dir nicht sagen, was genau alles gerade im Feld ist, aber ich kann dir auf jeden Fall von mir aus sagen, die Schwingung ist an manchen Tagen sehr hoch, an manchen Tagen sehr dicht. Das ist das, was ich fühle. Und je nachdem wird der Körper reagieren. Es gibt Schwingungen, die macht dich total müde. Andere nicht, aber dich. Weil irgendwas sich im Körper umstellt, anders schwingt, sich anders einschwingen möchte. Und wenn du Müdigkeit spürst an diesen Tagen, das ist teilweise wirklich so eine, ja, fast schon Erschlagenheit. Und du kannst es dir erlauben, wirklich dich hinzulegen und auszuruhen, dann mach das. Weitere Aufstiegssymptome sind, dass du total unruhig wirst, total hippelig. Und viele beschreiben auch diese Unruhe, dass sie nicht schlafen können, dass sie einfach mitten in der Nacht aufwachen, wach sind und nicht mehr einschlafen können. An dieser Stelle, die sehr vielleicht schon weit entwickelt sind, die gehen auch nicht ins Bett, sondern sie machen Atemübungen. Sie machen Yoga-Übungen
beziehungsweise öffnen sie sozusagen diese Chakren, meistens auch das sechste und siebte, also das sechste, das befindet sich rechts und links zwischen den Augen und das siebte ist so das Kronenchakra, ne, Scheitelpunkt, und lassen diese Energie durchströmen und fühlen sich ja sehr, sehr eben unruhig, und da hilft ja auch sehr viel Erdung. Manche beschreiben auch wirklich, dass sie reingehen ins Becken und für diese Erdung bewusst sorgen. Wenn du aber zum Beispiel Herzrhythmusstörungen fühlst, das habe ich auch gehabt, das tat so weh. Es gibt Kopfweh, es gibt Zahnweh, es gibt im Moment ist sehr stark das untere Becken und die Beine sehr präsent. Manche haben sogar Venenprobleme, sehr viel Wasser in den Beinen, ja. Wenn du da Angst hast und du vielleicht auch mit den falschen Leuten redest und in die Angst hinein kommst und das Gefühl hast, du möchtest zum Arzt gehen, dann mach das. Ja, also immer so aus dem Gefühl heraus. Geh aber vorher nochmal in die Ruhe und überlege dir, ob es wirklich für dich jetzt sinnvoll ist, zum Arzt zu gehen, oder ob du vielleicht eine andere Alternative dafür hast. Du kannst dich auch hinsetzen, ganz ruhig werden, atmen und einfach mal fragen. Du kannst laut fragen, leise fragen und dir einfach mal die Zeit geben. Ein Tag, zwei Tage, vielleicht auch kommt gleich die ersten 10 Minuten was eine Antwort auf die Frage. Vielleicht dauert das aber auch ein, zwei Tage und du wirst die Antwort anders finden. Vielleicht auf einmal in einem Buch oder einer Zeitung oder du hörst irgendwas. Ja? Wenn aber die Unruhe und die Angst immer stärker wird, dann würde ich dir selbstverständlich immer wieder, geh zum Arzt, lass das abklären. Die Ärzte machen Untersuchungen und häufig finden die im Moment eben auch nichts. Und dann bist du dir sicher, dass das zu den Aufstiegssymptomen zählt. Ja? Und die sind so facettenreich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wie du bist. Wichtig ist, dass du immer wieder für dich, deinen Körper hineinspürst, atmest und mit dir selbst und deiner Seelen, ich sag mal, Schwingung in Resonanz gehst und einfach mal reinspürst und dir Zeit gibst, und dich nicht in diese Angst hineinziehen lässt, ja? Weil die Leute, die aus der Angst heraus dir Ratschläge geben, die meint es gut, ja? Und sie haben irgendwo gehört, dass das ganz schlimm werden kann. Oder sie kennen jemanden, bei dem es schlimm geworden ist. Das sind aber meistens Meinungen aus zweiter, dritter, vierter Hand. Sie selbst haben es vielleicht gar nicht erfahren. Deswegen geh erstmal in deine Erfahrung und in dein Gefühl, ob es zu den Aufstiegssymptomen zählt. Ja? Und wie gesagt, es kann eine sehr starke Migräne sein. Es können gerade auch Zahnprobleme. Zähne haben ja viel mit den Ahnen auch zu tun. Die Beine, wenn die anschwellen, können immer dafür stehen, dass du nicht weitergehen willst. Zur nächsten Epoche. Da muss noch ein bisschen was losgelassen werden. Vielleicht hängt es auch im Becken fest. Ja? Und der Yoga, der kann dir da natürlich helfen. Bewegungen, die das Lymphsystem wieder ankurbeln. Da gibt es auch auf meiner YouTube-Seite ganz viele Videos zu. Wichtig ist jedoch, immer wieder auch danach zu fühlen, ist das für mich richtig oder ist das für mich falsch? Und dazu brauchst du natürlich Ruhe. Ist das, was jetzt vielleicht die Nachbarin dir gesagt hat, wichtig für dich oder bringt es dich einfach auf den falschen Weg? Auch das wird immer stärker für dich spürbar. Und noch einmal, wenn Ratschläge aus der Angst kommen oder Ratschläge dich in die Angst bringen, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass es nicht die Ratschläge sind, die du im Moment brauchst. Menschen, die dir helfen, dir selbst zu helfen, die bringen dich weiter. Ich möchte dir so ein Beispiel geben. Ich mache ja auch Coaching und wir hatten unter anderem wirklich gerade sehr, sehr starke Schmerzen im unteren Bereich und ich hatte ein Video gesehen, wo ein Produkt vorgeschlagen wird, ein Naturprodukt, vegan auch noch dazu, also und alles gut und zu dieser Problematik sehr, sehr gut passte und dann habe ich ihr das erzählt und sie hat sich das auch gleich aufgeschrieben
Und dann sind wir aber durch die Yoga-Übung, durch Meditation, sind wir einfach in einen ruhigen, entspannten Zustand gekommen und haben nochmal abgefragt, ob dieses Produkt, ich hatte schon so ein komisches Gefühl, aber es kam ja von mir. Deswegen hat sie dann nochmal abgefragt, ob das Produkt überhaupt für sie sinnvoll ist. Also wie gesagt, nichts Schädliches oder so. Aber das wäre rausgeschmissenes Geld gewesen. Das wäre für ihre Problematik super gewesen. Und vielleicht hätte es auch ein bisschen was gebracht, wenn es nur psychologisch gebracht wäre. Aber ihr Thema war ein ganz anderes. Ja. Und das wusste sie dann auf einmal auch und hat gesagt, nee, ich brauche das Produkt gar nicht. Ich brauche andere Sachen. Also ich muss das machen und das zu mir nehmen. Und in dem Moment wusste sie schon, was ihr helfen kann. Ja, und deswegen ist es wichtig, bring dich wirklich immer erstmal aus dieser Angst heraus. Ja, so wie ich damals mit diesem Herzrhythmus, was auch immer es war. Und ich dachte, es ist ein Herzinfarkt. Und das ist immer aufgetreten, wenn ich alleine war. Und irgendwann ist es aufgetreten, wo mein Mann da war. Und er hat so Panik gekriegt und hat so Angst gekriegt und hat mich zum Arzt geschickt. Und ich bin dann auch zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat sich erstmal kaputt gelacht, wie ich irgendwie EKG dann machen wollte. Also das ist alles in Ordnung. Und ich hatte das Gefühl, dass es in Ordnung ist. Aber ich habe das gemacht, weil ich einfach jemanden sehr, sehr lieb habe und er Angst um mich hatte. Und deswegen habe ich das gemacht und es ist was Gutes dabei rausgekommen. Ich habe keine Herzrhythmusstörung mehr. Aber ich merke, dass ich gerade, wenn ich so für meine Brustwirbelsäule Bewegung mache, dass da oft so der Herzbeutel zieht, wenn er sich lockert. Ja, also da ist mein Thema unter anderem. Ja. Deswegen, wir alle haben unsere verschiedenen Themen. Prüfe, spüre hinein und natürlich kannst du durch Bewegung, durch Lockerung oder du bist der Visualisierungstyp, dann visualisiere Weite, Licht. Du bist so kraftvoll, also such dir einfach dein Mittel, wo du dir helfen kannst und wo du dem Körper helfen kannst, durchlässiger zu werden, weil die Energien, die werden immer hochschwingender und wenn wir uns entschieden haben, diesen lichtvollen Weg zu gehen, werden wir auch immer hochschwingender und deswegen will natürlich diese Frequenz in unserem Körper Platz nehmen. Lass es einfach zu, schau, wie weit du da durchgehen kannst. Viel trinken hilft, weil einfach die Zellen sich auch gerne reinigen. In diesem Sinne wünsche ich dir wenige Aufstiegssymptome und hoffe, dass du gut durch die Zeit kommst. Bis zum nächsten Mal.